Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir, Pia Bauer. Schön, dass du wieder im Fully Connected Podcast eingeschaltet hast. Ich bin systemischer Life-Coach, Business-Trainerin für emotionale Intelligenz. Ich gebe ganz viele Mind-, Body- und Soul-Workshops, vor allem in München und online, zu mentaler Stärke, Selbstliebe und den bekannten Happiness Circle, zu allen Themen, die ja, rund um Persönlichkeitsentwicklung, Verbindung zu dir selbst, Potenzialentfaltung und letztendlich ein Leben zu einem Leben führen, das dich aus dem Innen erfüllt, dich gesund machen und du auch wieder kraftvoll leben kannst. Schön, dass du heute wieder eingeschalten hast und heute geht es in eine aktive Übung. Du weißt ja, im Podcast gibt es immer wieder aktive Übungen, denn das Wissen ist immer ganz, ganz toll und wir wissen ganz viele Dinge. Und ich glaube, wenn ich dich fragen würde, könntest du mir auch einen super Sportplan und vorsagen oder auch sagen, dass wir meditieren sollen etc. Aber die Veränderung, was auch im Inneren passiert, was zu uns zu einem ja, neuen emotionalen Zustand führen kann, zu erkennen, vielleicht auch Dinge mal in die Hand nehmen und verändern oder auch resilienter oder mental stärker zu werden. Das ist letztendlich das, wenn wir wirklich ins Tun kommen. Und die Übung heute geht darum, dass wir letztendlich gerade, aber auch generell im Leben ja, alle durch diese Stürme des Lebens gehen. Wir haben manchmal sozusagen unser Segelschiff, auf welchem wir segeln, welches in schönen karibisch ruhigen Wassern ist, aber gleichzeitig gehen wir doch dann manchmal wieder durch die Stürme des Lebens. Manchmal sind wir so in so einer Routine drin, dass wir uns gar nicht mehr trauen, aus irgendeiner Ecke rauszukommen, zu wachsen, vielleicht neue Dinge zu entdecken. Und es braucht dann manchmal auch wieder ein bisschen Mut, dorthin zu gehen. Aber ich glaube, wenn du jetzt hier schon auf dem Kanal bist, übrigens kannst du mir auch gerne mal hier auf Instagram mitfolgen, da gibt es noch viel mehr Tipps auf @mindfulcoaching und Yoga bei Pia. Wenn du jetzt gerade schon hier auf dem Kanal bist, gehe ich davon aus, dass du auch dein Segelschiff entweder durch deinen Sturm navigieren möchtest oder gleichzeitig aus den ruhigen Gewässern vielleicht auch mal in so ein bisschen mehr andere Gewässer gehen möchtest, um letztendlich vielleicht auch deine Ziele zu erreichen. In der vorletzten Episode, nicht in der letzten, da habe ich was, meine Learnings zum Geburtstag meines, sage ich mal, meines letzten Jahres, meine 10 Dinge, die ich mir selbst oder auch anderen raten würde, aufgezeigt, aber in der Folge davor, nämlich die 7 Schritte zu einer mentalen inneren Stärke, findest du nochmal den ganzen Hintergrund auch, was diese 7 Schritte genau sind. Ich sage sie nochmal gleich ganz kurz, aber auch die Hintergründe dazu, die uns letztendlich dazu führen, diese Ziele, also diese Kapazität, die jeder von uns einzeln hat, um effektiv mit Stressoren, mit Herausforderungen, mit Druck klarzukommen und gleichzeitig präsent, ruhig durch diesen Sturm zu navigieren, seine beste oder deine beste Performance zu bringen, egal was im Außen passiert und gleichzeitig aber trotzdem mit einem positiven Mindset, ohne natürlich zu vernachlässigen, dass wir auch anerkennen oder erkennen, was unsere negativen Emotionen sind. Aber auch mit dem Erkennen, sage ich mal, durch diese Stärken, die wir haben, die Werte, den Druck, den wir von außen bekommen, dass wir durch diesen stark und mit innerer Kraft durchnavigieren. Und das sind sozusagen das so diese Auszeichnung von mental resilienten, achtsamen und starken oder kraftvollen Menschen. Es ist nicht, das ist ganz wichtig, der Bereich, in dem wir sagen, ja, das ist jemand, der unemotional durch alles durchsteuert und sondern es ist eher so eine innere Kraft, die wir irgendwann mal bekommen, wenn wir uns mit uns selbst beschäftigen, wenn wir gewisse Übungen, wie zum Beispiel diese hier, regelmäßig anwenden, die uns helfen, letztendlich diese Widerstandskraft, diese Resilienz auch zu gewinnen, um durch, und das ist auch wissenschaftlich bestätigt, um durch tiefe Täler, durch die wir alle gehen, es gibt keinen, der nicht mal irgendeine Trennung, einen Verlust eines Menschen durchlebt hat, einen Job verloren oder etwas loslassen musste, was einem sehr wichtig war,
oder auch im Außen natürlich jetzt, Corona ist natürlich das beste Beispiel, passiert ist, durch welches wir jeder in anderer Form durchnavigiert, aber je mehr wir das sozusagen trainieren, weil das Gehirn ist ja neuroplastisch, das heißt, wir können unser Gehirn verändern, desto leichter kommen wir dadurch, ohne zu ignorieren, dass potenziell oder dass negative Gefühle da sind. Nochmal die 7 Schritte, bevor wir in die Übung starten. Du kannst aber gerne natürlich, wenn du die Übung direkt machen möchtest, einmal vorscrollen. Ich schreibe unten in die Shownotes nochmal die Minute rein, in der es losgeht. Die 7 Schritte sind nochmal ganz kurz wiederholt. Die Eigenverantwortung, ich starte mit mir selbst. Der zweite Punkt ist dieses eigene Bewusstsein. Also ich, und das ist ein ganz großer Schritt, ich werde bewusst über die Dinge, die ich denke, die vielleicht auch kritischen Gedanken, die ich denke, wie geht es meinem Körper? Ich baue eine Verbindung zu meinem Körper auf. Dann natürlich auch, was macht mich denn in meinem Kern aus? Meine Stärken, meine Werte, mein Sinn, meine Vision. Dann ist der dritte Punkt die Flexibilität. Mental starke Menschen sind generell flexibel. Sie können sich an ihr Umfeld, an das, was im Außen passiert, anpassen. Sie denken dann sehr lösungsorientiert. Denn keiner im Leben ist kein, ja, ist, das Leben ist keine gerade Linie, sondern es ist auch nicht immer vorhersehbar und planbar. Deswegen sitzen wir auch manchmal mit unserem Segelschiff in so einem ruhigen Gewässer und wollen da gar nicht mehr raus. Das kann aber auch unzufrieden machen, weil wir einfach nicht mehr wachsen und jeder Mensch möchte wachsen. Das ist einfach in unserer DNA drin. Und wenn wir flexibel sagen, hey, ich passe mich an das an, was da kommt, und ich nehme das mit Positivität, was der nächste, der vierte Schritt ist, dann bin ich mental stärker und kann gleichzeitig wachsen. Die Positivität ist wichtig, um sozusagen mit Optimismus auch in die Zukunft zu schauen. Das bedeutet wiederum nicht, die negativen Gefühle wegzuschieben, sondern ihnen auch den Raum zu geben. Aber Positivität und auch zum Beispiel Dankbarkeit sind Dinge, die uns da unterstützen. Der fünfte Teil, sechste und siebte, das ist sozusagen der Triple Power Goal Teil. Das heißt, wir brauchen oder mental starke Menschen haben auch ein Ziel. Da, ja, sie sehen einfach eine Vision, sie haben einen Traum, sie haben ein kurzfristiges, langfristiges Ziel, eine Klarheit, wo sie hin möchten. Und das brauchen wir ja auch, wenn wir sozusagen die Segel setzen müssen, um dorthin zu kommen. Das heißt, wir müssen uns damit etwas beschäftigen. Und um natürlich dahin zu kommen, brauchen wir auch mal ein bisschen Disziplin. Und diese Disziplin kommt daher, wenn wir das Ziel haben und wenn wir im siebten Punkt, nämlich eine Leidenschaft, sozusagen die Dinge, die wir aus der Awareness haben, die Stärken mit den Werten, mit dem Ziel verbinden, dann und die Leidenschaft, dann kommt auch mit der Disziplin die Motivation, dort auch hinzureisen. Und da kann ich auch nur noch mal auf meinen Podcast vom August, kannst du mal reinschauen, WOOP, die WOOP-Methode, um Ziele zu erreichen, hinweisen, diesen anzuhören. Da kriegst du Klarheit überhaupt darüber, was deine Ziele sind. Das ist auch eine aktive Übung dabei. Das ist mir immer ganz wichtig, da ich das auch viel in meinen Workshops mache. Und dann kannst du damit auch mal starten. So. Übrigens, diese Übung habe ich auch bei der Bits and Pretzels gemacht. Das ist eine der größten Gründungsmessen, die oder Konferenzen, die es gibt. Dieses Jahr fand sie natürlich online statt. Letztes Jahr war ich dort auch mit Speaker und das Highlight war natürlich, dass Obama diese Konferenz eröffnet hat. Dieses Jahr war es unter anderem mit Arianna Huffington, mit Frank Thelen, Joko Winterscheid. Genau, und ich habe dort auch, vielleicht hast du mich ja gesehen, kannst mir ja unten mal in die Kommentare schreiben oder auf Instagram, einen Workshop zu diesem oder eine Masterclass sogar zu diesem Thema gemacht. Spiel mir auch gerne mal nach der Übung zurück, wie es dir damit ging. Und ich bin natürlich auch immer offen für neue Themen oder für Input, den du gerne mal haben wollen würdest. So, jetzt haben wir diese 7 Schritte und jetzt geht es natürlich dazu, dass wir jetzt mal in diese Übung starten. Und für die Übung brauchst du an sich, vielleicht möchtest du ein bisschen was zu schreiben, dir schon mal hinlegen. Schaff dir einen ruhigen Raum, vielleicht einen Raum, in dem du ganz ungestört bist. Leg dein Handy weg. Mach es lautlos, alles, was dich stört. Wenn du möchtest, kannst du immer auch entspannte Musik mit einsetzen.
Und dann setz dich ganz entspannt entweder auf einen Stuhl mit deinen Füßen hüftbreit aufgestellt oder komm in einen Schneidersitz auf dem Boden. Das ist beides möglich. Dann richte langsam deine Wirbelsäule auf, spüre beide Sitzbeinhöcker, die sich in den Boden erden, die Oberschenkel, die sich in den Stuhl oder den Boden erden. Wirbel für Wirbel richtest du dich nochmal auf. Dein Brustbein schiebt leicht nach vorne, deine Schultern schmelzen nach hinten unten ins Schultergelenk. Wenn es sich für dich gut anfühlt, dann mach gerne nochmal einen Kreis mit deinen Schultern nach hinten unten. Und lass deinen Nacken bis hin zum Scheitel lang werden. Wir gehen jetzt gleich 10 Minuten durch 5 der 7 Schritte durch. Etwas aktiver und dann ein bisschen ruhiger. Und am Schluss kannst du, wenn du möchtest, auch die Übung handschriftlich mitschreiben oder sie für dich in deinen Gedanken selbst erleben. Und am Anfang gehen wir in das Thema Flexibilität. Spüre deinen Atem, wie er ein- und ausfließt. Durch die Nase ein und durch die Nase aus. Deine Arme sind ganz entspannt auf deinen Oberschenkeln. Und dann klappe dein Kinn zu deiner linken Schulter. Dein Blick ist schräg nach unten. Und mache einen Halbkreis, zeichne einen Halbkreis mit deinem Kinn zur anderen Seite. Atme hier wieder ein, mach das in deinem eigenen Tempo ausatmen, komm wieder zurück zur Ausgangsstellung. Wiederhole diese Nackenbewegung nochmal für dreimal für dich selbst, in deinem eigenen Tempo und spüre mal ganz aktiv in diesen Nacken hinein. Vielleicht musst du an einer Stelle ein bisschen ausharren, um dort ein bisschen mehr Dehnung oder Entspannung hineinzubringen. Komm wieder in der Mitte an, entspann nochmal deine Gesichtsmuskeln, deine Stirn, deine Wangen, den Blick und deinen Unterkiefer. Dann atme nun ein und du brauchst es gar nicht sehen, sondern bring deine Arme über die Seite Richtung Decke, deine Handinnenflächen schauen zueinander. Und dann greif mal da oben ganz viele Äpfel und mach dich mal aus den Flanken, aus deiner Achsel ganz lang. Lass deinen rechten Arm jetzt oben, senke deinen linken Arm entweder an die Seite des Körpers auf den Boden oder auf deine Stuhlseite und lehn dich nach links. Dein Arm streckt an der Seite oder an der Verlängerung deines Ohrs nach links, sodass du tief in deine Rippen atmen kannst und deine ganze Flanke noch etwas erweitern kannst. Einatmen hier und ausatmen, komm wieder zurück zur Mitte, wechsel die Arme, streck den linken Arm ganz lange Richtung Decke, ausatmen, lehn dich nach rechts, mach dich ganz lang aus der Flanke. Versuch beide Sitzbeinhöcker auf dem Boden zu lassen, auf dem Stuhl. Atmen nicht vergessen. Komm einatmend wieder in die Mitte. Streck beide Arme jetzt wieder in die Richtung Decke. Und ausatmen. Twiste jetzt oder rotiere deinen Oberkörper nach links. Setze deinen rechten Arm, deine rechte Hand an deiner Oberschenkelaußenseite ab und deinen hinteren Arm hinter dir aufgestellt auf dem Boden oder auf der Stuhllehne. Dein Blick wandert über deine linke Schulter nach hinten, wenn dein Nacken in Ordnung ist. Ansonsten lass dein Kinn auf Brustbeinhöhe. Dein Unterleib bleibt gerade, der Oberkörper twistet noch etwas mehr nach links. Komm einatmen wieder in die Mitte, streck beide Arme nach oben aus. Und ausatmen, komm zur anderen Seite, setz deine linke Hand an der Außenseite des Oberschenkels ab oder Stuhlseite und die rechte Hand hinter dir.
Wachs nochmal einatmend mit deinem Scheitel und deiner Wirbelsäule Richtung Decke und ausatmen. Rotiere deinen Oberkörper weiter Richtung hintere Seite deines Stuhls oder deines Raums. Blick wandert über deine rechte Schulter und lass gern deine Augen hier geschlossen. Bring deinen ganzen Fokus auf deinen Körper und deinen Atem. Für 2 Atemzüge noch hier. Und dann komm langsam wieder in der Mitte an. Streck deine Arme nochmal nach oben aus. Mach dich nochmal ganz lang. Und dann senk deine Arme wieder. Lege deine Arme jetzt ganz entspannt auf deinen Oberschenkeln ab. Und schließe, wenn noch nicht geschehen, deine Augen. Wir wandern langsam mehr in dieses Thema Bewusstsein, indem du dein Bewusstsein auf deinen Atem als erstes bringst. Spüre, wie der Atem vielleicht etwas kälter durch die Nase einfließt und etwas wärmer durch die Nase wieder ausfließt. Werde dir einfach nur bewusst, wie gerade die Form des Atems ist, ohne den Atem zu kontrollieren. Und dann wandere langsam tiefer in den Körper. Bring dein Bewusstsein in deinen Körper und schau einfach mal, wie sich dein Körper gerade anfühlt. Wander durch den Atem in deinen Körper hinein und vielleicht kannst du Wärme fühlen, Kälte, deinen Herzschlag oder etwas Kribbeln in den Fingern oder in den Füßen. Um noch tiefer zu wandern, frage dich jetzt mal, wie fühlst du dich gerade? Auch wieder aus dieser beobachtenden Position. Wie fühlst du dich gerade? Wie ist gerade deine Emotionswelt gestaltet? Ohne etwas verändern zu wollen, versuche dich aus der Vogelperspektive zu beachten. Und dann wandere langsam nach oben wieder zurück in deinen Geist und beobachte mal von außen deine Gedanken, die Form deiner Gedanken. Auch wieder ohne sie zu verändern. Gibt es hier eine Menge an negativen Gedanken, kritischen Gedanken, Dinge, die du noch zu tun hast? Vielleicht einen Gedanken über einen Fehler, den du mal gemacht hast. Unruhe. Schau mal, was gerade da ist.
Und jetzt stell dir vor, ein Freund von dir, eine Freundin hätte diese Gedanken. Was würdest du dieser Freundin raten? Was würdest du diesem Freund für einen Rat mitgeben? Was würdest du diesem Freund oder der Freundin sagen? Vielleicht mit Mitgefühl, mit Achtsamkeit. Und jetzt lass diese Gedanken, dieses Bewusstsein einmal los. Und dadurch, dass du dir jetzt gerade selbst Worte gesagt hast, die freundlich sind, die positiv sind, kannst du mit diesen positiven Worten dir eine Sache nun vorstellen, die du heute, diese Woche oder diesen Monat erreichen möchtest, ein Ziel. Vielleicht ist es sogar ein Jahresziel. Diesen Teil kannst du gerne auch schriftlich machen oder malend, wenn es dir leichter fällt. Ansonsten bleibe in der Übung und visualisiere sie. Was ist diese eine Sache? Und visualisiere dich nun, während du diese Sache machst oder während du diesen Abschluss oder das Projekt oder das Ziel erreicht hast. Es mag vielleicht Zeit für eine bestimmte Sportart sein, vielleicht mehr Zeit zu meditieren, zu reflektieren, ein Projekt abzuschließen, ein bestimmtes Erlebnis. Und wenn du das jetzt vor deinen Augen siehst, dann fühle dich in das Gefühl hinein, während du es tust oder während du das Ziel erreicht hast, wenn du es geschafft hast. Wie fühlt sich das an? Vielleicht siehst du dich selbst von außen oder du kannst es im Innen fühlen, welches positive Gefühl nun aufkommt. Um dieses Gefühl zu verstärken, kannst du auch gern deine Arme in eine bestimmte. Um dieses Gefühl zu verstärken, kannst du deine Arme auch in eine Haltung bringen, die dieses Gefühl noch verstärkt. Zum Beispiel deine Arme nach oben wie ein V ausstrecken und Fäuste machen, eine Gewinnerpose. Oder deine Hände aufs Herz legen. Welche Form passt gerade für dich? Wie kannst du dieses innere Gefühl oder dieses Bild, welches du vor deinen Augen hast, verstärken? Und wenn du jetzt auch wieder dein bester Freund, deine beste Freundin wärst, welche positiven Gedanken, welche positiven Worte würdest du dir jetzt selbst sagen auf dem Weg dorthin? Vielleicht ich schaffe das. Niemand ist perfekt, aber ich probiere es. Ich gebe immer mein Bestes. Es ist okay, Dinge auszuprobieren. Ich glaube an mich immer. Ich vertraue dem Leben. Ich bin gut, so wie ich bin. Was ist das, was du dir selbst sagen kannst? Und nun schenke dir noch mal ein tiefes inneres Lächeln. Gib dir nochmal selbst das Versprechen, diese Bewusstseins- und Achtsamkeitsübung für deine innere Stärke immer wieder für dich zu wiederholen, damit du
diese Stürme des Lebens durchnavigieren kannst, dein Segelschiff in deinen sicheren oder auch neuen, wunderschönen Hafen, da wo der Strand noch weißer ist oder die Kokosnüsse noch schöner sind. Und ich bedanke mich jetzt bei dir. Ich empfehle dir, diese Übung, wie gesagt, regelmäßig zu machen, um deine innere Stärke, deine Kraft aufzubauen und gleichzeitig dich durch das Leben zu navigieren. Wenn du diese Übung gern gemacht hast, dann hinterlass mir gerne mal eine 5-Sterne-Bewertung. Schau mal auch in die anderen Podcast-Folgen hinein. Folge mir gerne auf Instagram und dann schau gerne auf meinen Websites vorbei. Ich gebe auch einige Online-Workshops, gerade zum Thema mentale Stärke. Ab dem 29.09. oder 8.10. online, dann nochmal ab dem 17.11. in München, ein 5-teiliger Workshop, um die 5 Säulen der Resilienz und der Widerstandskraft durchzugehen, noch mehr aktive Übungen für dein Leben zu üben und vor allem noch Hintergründe zu lernen, die dir helfen, diese mentale Stärke in dein Leben zu integrieren. Denn Übung macht den Meister und das ist das, was am meisten hilft. Ich würde mich sehr freuen, du findest alle Infos in den Shownotes. Wenn du Fragen hast, schicke mir gerne eine E-Mail, genauso bei Themenwünschen. Und dann wünsche ich dir jetzt eine tolle Woche. Bis dahin alles Liebe. Bis zur nächsten Woche. Deine Pia. Tschüss.